Das Viertelfinale im DFB-Pokal steht an mit den Partien Paderborn gegen Bayern München, Leverkusen gegen Bremen, Frankfurt gegen Mainz und Schalke gegen Wolfsburg. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen oder ein Abo entzückt zeigen. Ansonsten jetzt viel Spaß, los geht's! Der SC Paderborn ist der letzte überbliebene Underdog im DFB-Pokal und jetzt im Viertelfinale kam der FC Bayern und mit dieser Elf sollte der Rekordmeister bezungen werden. Im Tor Zingerle, davor Herzenbruch, Strodig, Schonlau und Böder, Krause auf der 6, Antif, Ajay, Clement und Zolinski in der Dreier-Offensivreihe und Jeboer und Michel, der Top-Torschütze aus der dritten Liga. In der Doppelspitze der FC Bayern München mit Ulreich im Tor, Kimmich, Boateng, Hummels und David Alaba. In der Viererkette Rudi auf der 6, Tolisso, Rodriguez im zentralen Mittelfeld. Davor Müller rechts und Coman links außen und in der Spitze Robert Lewandowski. Der FC Bayern übernahm das Zepter, kam allerdings nicht so richtig gut in die Partie, kam nach 15 Minuten zur ersten Möglichkeit über Thomas Müller und James Rodriguez, allerdings war das noch deutlich zu schwach. Der Sportclub aus Paderborn allerdings versteckte sich auch nicht, suchte die Lücken nach vorne, da der FC Bayern sehr hoch stand. Und sie fanden die Clement, überragender Ball auf Zolinski. Und wenn der etwas die Nerven behält, steht es hier 1-0 für den Underdog. Sven Ulreich ist zur Stelle. Da wäre aber auch deutlich mehr drin gewesen. Der SC Paderborn allerdings spielte weiterhin gut mit. Halbe Stunde jetzt gespielt. Michel Jeboa hat die Übersicht. Antwi Ajay mit dem Abschluss. Aber in die Arme von Sven Ulreich. Doch was der Tabellenführer der dritten Liga hier ablieferte, war durchaus ansehnlich. Doch der FC Bayern natürlich brachte auch etwas nach vorne. Tolisso nach 37 Minuten. Testet mal Zingerle und der Keeper ohne größere Probleme, aber trotzdem wunderschöne Tat. Fliegt da allerdings der Schuss deutlich zu kraftlos geschossen. Aber vor der Pause dann nochmal der FC Bayern. Robert Lewandowski, der hatte sich hier weitestgehend abgemeldet, aber da spricht er normalerweise nicht grundlegend gegen ihn. Und hier wäre er jetzt zur Stelle gewesen, ohne dass man sonderlich viel von ihm bislang gesehen hätte. Aber es stand 0-0 zur Pause. Der SC Paderborn wurde jetzt allerdings in der zweiten Halbzeit noch weiter nach hinten reingedrückt und kam nicht mehr so nach vorne. Tolisso, schöne Körpertäuschung, zieht den Ball zurück. Und Zingerle ist wieder zur Stelle, der hier wirklich einen überragenden Abend abliefern konnte. Bis dato noch mit der weißen Weste. Paderborn auf dem Weg nach vorne. Allerdings Krause mit dem zu einfachen Ballverlust gegen Rodriguez. Und dann ging es schnell. Corentin Tolisso, Lewandowski, Ribéry. Der Ball auf Robben. Kein Abseits. Alleine vor Zingerle. 0-1. 66 Minuten hatte es gedauert, bis der FC Bayern München seine Klasse auch in Tore ummünzen konnte. Da wagten sich die Paderborner das erste Mal in der zweiten Hälfte nach vorne und kassieren dann direkt die Quittung. Bitter natürlich für den Underdog. Zingerle ist alleine gelassen, kann da nichts machen. Und der FC Bayern München wollte jetzt hier natürlich frühzeitig den Deckel draufsetzen. Das 2-0 wäre logischerweise die Entscheidung gewesen, allerdings kam es nicht mehr dazu. Dennoch, der FC Bayern München setzt sich durch. Glanzlos, aber verdient. Mit 1-0 zieht damit ins Halbfinale ein und steht damit unter den letzten vier. In der Bayer Arena war der SV Werder Bremen zu Gast und genau dieses Viertelfinalduell hat es fast exakt vor zwei Jahren schon gegeben. Am 9. Februar 2016 setzte sich der SV Werder Bremen mit 3-1 in Leverkusen durch. Allerdings konnte das Bundesligaspiel im Dezember letzten Jahres Bayer Leverkusen
siegreich für sich gestalten. Vorland wieder in der Spitze statt Alario im Gegensatz zum 0:0 gegen Freiburg. Und der SV Werder Bremen kam durchaus mit einer breiten Brust. Das 2:1 gegen den FC Schalke 04 war schon durchaus ansehnlich. Dementsprechend auch keine Veränderung in der Startelf. Rashica, der Neuzugang, wieder dabei. Kruse im Sturm, Belfodil kommt über die linke Seite. Und der SV Werder Bremen wusste hier direkt zu Beginn zugefallen. Eggestein auf Rashica, der über die rechte Seite, Wiege auf Eggestein. Und der trifft den Außenpfosten. Die Anfangsphase hier gehörte den Werderanern. Und hier scheiterten sie ganz knapp, aber sie kamen weiter nach vorne. Ishak Belfodil alleine auf die Reise geschickt von Max Kruse. Und wieder fehlt nicht viel. Der SV Werder Bremen hätte hier definitiv führen müssen. Doch sie gingen nicht gut genug mit ihren Chancen um. Das ärgerte natürlich auch Neuzugang Rashica. Aber sie spielten weiter ansehnlich nach vorne. Kruse, Delaney mit dem Abschluss. Stand nicht im Abseits. Bernd Leno muss eingreifen. Verhindert hier den Rückstand. Wir springen in die zweite Halbzeit und Werder Bremen weiterhin aufmerksam. Wendell verliert den Ball an Kainz. Dann geht schnell über Kruse, Junusovic und wieder Kruse. Der lässt den Ball etwas zu sehr über den Schlappen rutschen. Und dann dreht der Ball sich aus dem Tor quasi raus. Aber dann kam Bellarabi in die Partie und brachte direkt nach gerade mal 30 Sekunden auf dem Feld das erste Ausrufezeichen von Leverkusen, die sich dann endlich mal zu Wort meldeten. Und Bellarabi belebte diese Partie. Hier ist er wieder mit dem Abschluss und dann nochmal. Erst noch abgefälscht, abgewehrt, dann fällt ihm der Ball wieder vor die Füße. Den nimmt er dann elegant. Schöne Abnahme, allerdings noch ohne Erfolg. Doch Leverkusen wurde jetzt stärker in der zweiten Halbzeit. Wieder Bellarabi. Der hat dann im Endeffekt die Übersicht auf Leon Bailey und der macht das 1:0 für Leverkusen. 66. Spielminute. Sein drittes Tor im DFB-Pokal. Der in den letzten Wochen so überragende Leon Bailey kann seine Form auf den Pokal übertragen. Hatte schon das 1:0 gegen Gladbach gemacht im Achtelfinale, ist hier wieder zur Stelle und bringt die Gastgeber damit auf Halbfinalkurs. Bremen brauchte lange, um sich davon zu erholen. Wir springen in die vorletzte Minute und Florian Kainz verpasst hier ganz knapp den Ausgleich. Aber dabei blieb es. Leverkusen setzt sich aufgrund einer guten zweiten Halbzeit nicht unverdient mit 1:0 durch, steht damit neben Bayern unter den letzten vier. Am frühen Mittwochabend trafen Frankfurt und Mainz im DFB-Pokal-Viertelfinale aufeinander und die Frankfurter mussten das 3:0 in Augsburg natürlich erstmal verkraften. Dennoch, sie konnten durchaus zuversichtlich in die Partie starten, da sie ja eine überragende Saison nichtsdestotrotz bislang spielen. Und im Sturm Rebic wieder dabei für Jovic. Der hatte am Wochenende, am Sonntag doch sichtlich gefehlt. Die Mainzer hingegen 2:0 gegen Bayern. Dafür muss man sich nicht schämen. Nichtsdestotrotz sollte es jetzt ins Halbfinale gehen, denn der einfachste Weg, einen Titel zu gewinnen, ist der DFB-Pokal und die Frankfurter scheinen momentan nicht unschlagbar zu sein. Nichtsdestotrotz standen sie hier vor einer riesigen Aufgabe. Doch die Mainzer machten hier erstmal die bessere Partie. Öztunali ist das nach 12 Minuten mit der ersten guten Möglichkeit. Lukas Radetzky muss eingreifen. Pariert den Ball, wehrt ihn aus dem Winkel heraus. Der hätte schon mal gesessen und das frühe 0:1 bedeutet. Ansonsten die Mainzer gut in der Partie, auch nach Standards. Der Eckstoß von Maximo und Gibbermann mit dem Kopfball
Und wieder Lukas Radetzky, der hier eingreifen muss. Von den Frankfurtern war bis dahin noch nicht so viel zu sehen, setzen sich im Achtelfinale gegen Heidenheim durch, aber auf des Gegners Platzes, wo halt normalerweise mehr läuft. Dann meldeten sie sich aber kurz vor der Pause mal zu Wort. Kevin Prince Boateng, der am Wochenende nicht sein bestes Spiel ablieferte, schießt Robin Zentner die Bälle mehr oder weniger in die Arme. Aber Frankfurt wurde jetzt stärker und nach der Pause Sebastian Haller mit dem ersten Abschluss. War noch kurz die Frage, war da eine Hand im Spiel? Bei der Abwehr allerdings klären wir auf. Nein, es war die Hüfte. Dementsprechend kein Strafstoß. Und Mainz wachte dann nach 60 Minuten wieder auf. Schöner Ball auf Anthony Uja. Allerdings, den Pfiff haben sie vermutlich gehört. Stand im Abseits, einen klaren Meter. Richtig gesehen, aber die Mainzer spielten hier wieder den ansehnlicheren Fußball. 63. Spielminute. Uja mit dem Ball auf Holtmann. Gerrit Holtmann macht viel zu wenig aus dieser Situation. Taucht alleine vor Radetzky auf, aber scheitert. Aber zum Ende hin wurde Frankfurt nochmal stärker. Rebic mit der schönen Flanke. Zentner verschätzt sich. Geht unterm Ball hindurch und Timothy Chandler ist kein Kopfballungeheuer, kam jetzt über die rechte Seite in der zweiten Halbzeit, köpft den Ball aber über den Kasten. Doch Frankfurt wurde jetzt stärker zur Endphase. Jedro Willems über die linke Seite, kann den Ball zu lange halten, bringt ihn rein. Fabian scheitert erst an Zentner und dann macht der Mexikaner doch das Tor. 84. Spielminute, 1:0 für Eintracht Frankfurt und Fabian, der am Sonntag gegen Augsburg sein Comeback nach langer Verletzungspause gab, trifft hier zum alles entscheidenden 1:0. Zentner erst noch überragend, dann kriegen sie da den Ball nicht raus. Latzer ist das da, der da umher stolpert und Fabian staubt ab und schießt damit Eintracht Frankfurt ins Halbfinale und sichert damit die Chance, weiterhin den DFB-Pokal zu gewinnen. Das 1:2 gegen den SV Werder Bremen vom Wochenende soll für Schalke am heutigen Abend keine Rolle mehr spielen. Die Wolfsburger nach dem 1:1 gegen Stuttgart wissen sie nach wie vor nicht, wo sie stehen. Nastasic hier noch im Aufgebot, da er ja nur in der Liga gelb-rot gesperrt ist, kann hier nochmal alles nach vorne raushauen. Burgstaller von vornherein mit im Aufgebot für Franco Di Santo. Die Wolfsburger hingegen nach dem 1:1 gegen Stuttgart hängen sie auch noch so ein wenig in den Seilen, in der Luft. Diese Aufstellung hier soll es allerdings richten mit Neuzugang Steffen und Origi, dem Torschützen vom Wochenende, in der Spitze. Und die Wölfe wussten von Beginn an zu überzeugen. Naldo zwar erst mit dem Ballgewinn, kriegt ihn aber nicht weit genug raus und Guiabogui macht den wieder heiß. Steffen und Didavi im Zusammenspiel und die erste Möglichkeit, die Ralf Fährmann entschärfen muss von Divock Origi. Flach in der kurzen Ecke ist Ralf Fährmann zur Stelle, der beim 1:1 gegen Bremen noch patzte nach diesem Freistoß, was er natürlich gerne an diesem Abend vergessen machen wollte. Aber die bessere Anfangsphase bis hin zur Mitte der ersten Halbzeit gehörte ganz klar den Wolfsburgern. Fährmann feiert sich, hält diesen Ball von Didavi. Schalke meldete sich dann nach 30 Minuten Cup zu Wort. Harit ist das, der den Ball von Burgstaller bekommt. Der Kopfball allerdings zu zentral platziert, kein Problem für Kuhn Castells im Tor der Wölfe. In der zweiten Halbzeit Schalke dann noch mutiger. Natürlich, das mussten sie auch. Sie sind hier eigentlich zumindest als kleiner Favorit in die Partie gegangen. Konoplyanka hier kommt zwar gut zum Kopfball, allerdings fehlt da dann noch im Endeffekt einiges. Bentaleb war auch nicht sonderlich zufrieden damit. Und dann kam Wolfsburg nach 74 Minuten. Verunglückte Flanke eigentlich, aber Schalke bekommt den Ball nicht raus. Osimhen, Arnold mit der Übersicht. Da ist Josip Brekalo
1:0 für die Gäste, eine Viertelstunde vor dem Ende. Der Tiefschlag für die Königsblauen. Der Ball irrt da irgendwie durch den Strafraum. Arnold hat die Übersicht, Brekalo ist dann alleine gelassen. Matija Nastasic kommt zu spät und aus spitzem Winkel. Zu einem Überfluss kommt Ralf Fährmann nicht mehr entscheidend an den Ball. Und so stand es dann 0:1. Und Schalke lief so langsam die Zeit davon. Nur noch 10 Minuten, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Goretzka mit dem Abschluss, aber genau in die Arme von Kuhn-Castells. Doch Schalke kam noch zu Möglichkeiten. 83. Minute. Warum spielten sie nicht von Beginn an so gut nach vorne? Piazza. Die Abschlüsse waren jetzt letztendlich aber noch zu mangelhaft. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, bis sie nochmal zu einem Hochkaräter kamen. Nastasic an die Latte, Burgstaller, und der vergibt die Riesenmöglichkeit, in allerletzter Sekunde zumindest noch in die Verlängerung zu kommen. Wolfsburg haut Schalke aus dem Pokal. Mit 1:0 setzen sie sich hier über die 90 Minuten nicht unverdient durch. Dennoch, die Verlängerung wäre für Schalke am Ende noch drin gewesen. Jo, und hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse der Prognose und meine Tipps in der Übersicht. 4x1:0, ja, keine Ahnung, relativ unwahrscheinlich, gehe ich auch nicht von aus. Ihr seht es ja, nichtsdestotrotz, passieren kann es immer. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen oder ein Abo freuen. Tipp wieder gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wer ist euer DFB-Pokal-Sieger-Favorit oder wie auch immer man das nennen möchte? Ansonsten viel Spaß jetzt beim DFB-Pokal. Wir sehen uns am Donnerstag wahrscheinlich bei der Bundesliga. Bis dann. Ciao.